Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo, was ich ja schon in dem zweiten Part des Neverwinter Let's Plays angekündigt habe. Und zwar hatte ich dort gesagt, dass ich eine Gilde gründen möchte mit euch zusammen und deswegen hier nochmal kurz das Infovideo. Wann soll das Ganze stattfinden? Alle, die von euch Interesse haben, die möchten sich doch bitte am Sonntag, den 6.7. um 15 Uhr hier in Neverwinter eintreffen und wir treffen uns, ich laufe da mal eben hin und zeige euch genau, wo wir uns treffen möchten. Bisher fehlen uns noch zwei Leute, wir brauchen fünf Leute, drei sind wir schon, also mit mir sind es dann der Richlord, so unter dem Namen kenne ich ihn, und Marvin. Das sind die zwei Leute, die mit mir schon zusammen die Gilde gründen möchten. Und das heißt, uns fehlen noch zwei Leute. Also wenn noch zwei von euch Lust haben, es können natürlich auch mehr sein. Ihr werdet sofort alle in die Gilde eingeladen. Und dann machen wir am Sonntag um 15 Uhr, machen wir das mit der Gilde klar. Und dann kann es passend zum Ende von Defiance mit Neverwinter losgehen. Warum, was genau habe ich geplant? Genau, ich möchte von Anfang an, wie ich es ja schon mal erwähnt habe, eine Gilde gründen. Hier in diesem Spiel mit euch zusammen, so dass wir auch mal regelmäßig zusammen aufnehmen können. Und ich möchte ich deswegen machen, damit wir dann auch zusammen raiden können, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es hier im Spiel Raids gibt, soweit war ich bisher noch nie. Ich habe, wie gesagt, ich habe nur mal einmal mit meinem Bogenschützen Level 37 ein bisschen getestet. Und aber zumindest, dass wir Instanzen zusammengehen können. Das wäre schon mal ganz wichtig, weil das möchte ich mit euch zusammen machen. Ich möchte auch mal halt ein besonderes Projekt mit Neverwinter mit euch zusammen starten. Und das geht halt nur über diese Gilde und dieses Zusammenspiel. Ich hoffe natürlich, dass ich dann auch mal zu Zeiten aufnehmen kann, wo ihr auch mal online seid. Weil bisher ist es ja oft so gewesen, dass ihr gar nicht zu den Zeiten online seid, wo ich online bin. Aber schauen wir dann mal. Wie gesagt, wir treffen uns hier. Das ist hier der Gilde. Gildenmeister, beziehungsweise Gildenregistrator heißt er. Hier treffen wir uns vor, dann werde ich erstmal fünf Leute in die Gruppe einladen, dann werde ich die Gruppe erstellen, die fünf Leute müssen mich dann, glaube ich, ansprechen oder sowas, so ähnlich läuft das. Wir können ja mal eben kurz gucken, wie das hier funktioniert. Drücken wir mal F. Neue Gilde. Und hier steht, zum Gründen einer Gilde müssen Sie eine vollständige Spielergruppe haben, die nicht bereits in einer Gilde auf derselben Karte ist. Dazu kann jedes Gruppenmitglied mit dem Gildenkontakt sprechen. Anschließend wird die gesamte Gruppe in die Gilde aufgenommen. Dabei erhält der Spieler, der mit dem Kontakt gesprochen hat, den höchsten Gildenrang und die anderen Gruppenmitglieder den niedrigsten. Ja, ist ja klar, ich bin ja auch der Gildenmeister und ihr steht dann halt unter mir. Allerdings habt ihr absoluten Freiraum in der Gilde, ihr könnt machen, was ihr wollt, solange ihr nicht die anderen Spieler beleidigt oder halt irgendwelche Sachen den klaut, die mal auf die Gildenbank gegangen sind. Ich weiß auch nicht genau, wie das hier mit Gildenbank läuft und sowas alles. Schauen wir dann einfach mal. So, dann eine Sache muss ich noch mit euch klären. Ihr wisst ja jetzt schon, Sonntag, den 6.7. um 15 Uhr treffen wir uns hier. Und jetzt gehen wir mal auf die Karte. Und ich klicken hier unten auf Instanz wechseln. Jetzt habe ich den Mauszeiger ausgeblendet. Also ihr seht es hier, wo diese ganze Legende ist, wo jetzt die einzelnen Punkte blau werden. Da scrolle ich gerade runter. Und da ganz unten ist Instanz wechseln. Wenn ihr da draufklickt, wir treffen uns, dann würde ich sagen auf Instanz. 6.7. würde ich sagen, treffen wir uns auf Instanz 6. Und ich werde das auch nochmal in die Beschreibung des Videos reinpacken, dass wir uns dann hier auf Instanz 6 treffen, weil das sind alles instanzierte Bereiche, wo die Spieler drauf sind und man sollte sich ja dann auch schon sehen können. Deswegen am 6.7. um 15 Uhr auf Instanz 6 hier beim Gildenrekrutierer treffen wir uns. Gut, ich hoffe natürlich auf rege Teilnahme, meldet euch fleißig dazu, seid online und wenn ihr Bock habt mitzumachen, dann schreibt mich einfach an. Ich heiße hier in diesem Spiel mit diesem Charakter Crazy Fun Bane. Ich kann euch das auch gerne nochmal eben schreiben. Das schreibt sich Crazy... Ach, da haben wir es doch schon. Fun Bane. Mein Gott. Machen wir es eben so. Fun Bane. So,
Den Charakter könnt ihr in eure Freundesliste adden. Um 15 Uhr werde ich auf jeden Fall da sein. Dann werde ich euch in die Freundesliste aufnehmen. Ich werde euch aus der Freundesliste hier heraus in die Gruppe einladen. Und sobald wir dann 5 sind, gründen wir die Gilde. Und alle anderen, die dann noch in meiner Freundesliste stehen, werden natürlich nachträglich von mir dann auch noch in die Gilde eingeladen. Gut, das soll es fürs Erste von mir gewesen sein. Wir machen das erstmal wieder weg. Und dann hoffe ich natürlich, dass ihr am Sonntag zahlreich erscheinen werdet. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin mal gespannt, wie viele Leute wir zusammenkriegen für unsere Gilde, bis es dann richtig losgeht. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin fürs Erste raus. Ciao!